An alle YouTube-Freunde, die das jetzt per YouTube sehen, lasst einen Daumen schon mal da, vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren. Wir gehen jetzt rein in den Diss-Track. Ben hat gegen mich einen Diss-Track gemacht, weil es sich Leute bei ihm gewünscht haben. Ich bin gespannt, was da jetzt auf mich zurollt. Let's go, ab rein in den Diss-Track. So, ich mach mal den auf groß. Und werde den mal nicht so laut machen. Müsst mal sagen, ob der Ton gut ist. Müsste passen, ne? Ist Wasanak an der Reihe? Ja, da bin ich an der Reihe. Einer muss ihm mal die Wahrheit sagen. Da bin ich mal gespannt, ob du jetzt derjenige bist, der mir die Wahrheit sagt. Passt perfekt. Einer muss mal Klartext sprechen. Ja? Fängt schon mal gut an. Einer muss ihm mal sagen, dass er nicht der Coolste ist. Okay. Und das muss wohl ich sein. Also, Ben. Viel Spaß. Oh, jetzt. Die ganze Stadt lacht dich aus. Ja, ich geb dir Faust. Du machst jetzt ein bisschen Training. Trotzdem bleibst du nur im Lauf. Streamer sein ein Traum. Ja, ich mache Training. Ja, ich bin dünn, aber ich werde immer dünn bleiben, weil, na, durch den Fußball, ganz klar. Ich baue halt nur ein bisschen Muskeln auf und, ja, ich möchte ja nicht dadurch dicker werden. Ja, du klärst die Frauen. Mindestalter 11, dafür müsste ich dich jetzt hauen. Ja. Was? Ich kläre doch keine Frauen mit Mindestalter 11. Was? 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 Ich kläre mir Frauen mit Mindestalter 11. Sag mal, also. Kannst du wieder eine Wette verlieren? Ja, dann musst du zu deinem Baba deine Haare verlieren. Mach einen Kampf gegen Molly, ich weiß, du wirst dafür. Aber die Haare waren geil, die erneut Frisur. Die war richtig, richtig geil. Verlieren. Was ist das für Bart? Max, kannst du den rasieren? Nein, werde ich nicht rasieren. Molly ist ein bisschen cooler, ich muss ehrlich sein. Ich muss ehrlich sein. Max, du bist nur ein Schwuler, ich muss ehrlich sein. Sag mal, wo bin ich schwul? Und selbst wenn ich schwul wäre, wäre es schlimm. Ja, bin der beste Rapper in dieser Stadt. Ja, du machst es. Weiß ich jetzt nicht, ob du der beste Rapper bist in dieser Stadt, aber lassen wir einfach mal so. Also, lassen wir mal nicht so stehen. In dieser Stadt, Rapper. Da ist immer noch viel, viel mehr Luft nach oben, sage ich dir ganz klar. Also. Seinen Diss-Track, ich frag mich, was das war. Schulzi würde ich helfen, ja, ich würde ihn bezahlen. Eingeladen auf Hansefest, doch du musst bezahlen. Ja, gut, dass ich bezahlen musste, war, ja, gut. Kann man drüber reden. Was das für Diss-Track war, das war halt einfach nur ein Spaß-Diss-Track gegen Kruluga. Mehr war das auch nicht. Das war ja nicht mal ernst gemeint. Aber du willst mich ja hier richtig hops nehmen. Bis jetzt ist aber irgendwie noch nichts passiert. Außer, ja, dass du gesagt hast, bei Frauen kläre ich mir Mindestalter ab 11. Ich musste bezahlen beim Hansefest. Oh, ja. Und dass du der beste Rapper bist in dieser Stadt, also. Brauchbares weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kommt noch was, Chat. Vielleicht kommt noch was. Kruluga auf Twitch, doch keiner bleibt stehen. Follower in Scharen, doch sie folgen dir nur flüchtig, sie vergehen. Was soll ich machen? Also, aus der Stadt, aus der wir beide kommen, wir wohnen in einer Stadt. Aber mal Real Talk, ich sag euch ehrlich, das ist bis jetzt die beste Stelle in dem Video. Wisst ihr auch warum? Weil das mein Diss-Track ist. Er hat meinen Diss-Track in seinem Diss-Track erwähnt. Und das ist die beste Stelle bis jetzt. Ist die beste Stelle. Ja, genau, er wohnt auch da. Ungelogen, die beste Stelle ist diese Stelle. Aktuell jetzt. Weil diese Stelle von mir ist. Mein Diss-Track. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und auch Ben. Garantiert hört sich das rückwärts besser an, auf jeden Fall. Also ich find's ja auch cool, Ben, oder lustig, wie du dich nicht zeigst, sondern dich immer zensierst. Also, wenn man schon Klartext redet, dann lass uns doch wie Männer kommunizieren und nicht mit zensiert und nicht Gesicht zeigen. Aber die Frage ist, bist du ein Mann? Ich denk mal, ey, du bist noch ein Kind. Aha. Mag ja sein, wenn du mehr Haare an deinen komischen Wachteleiern hast. Aber lieber habe ich Bart als
ne, unten nicht gepflegt zu sein. Weil wer mag schon Leute oder Typen, die unten den Busch haben? Also lieber gepflegt und ja, Bart. Nicht so wie er, weil Ben hat kein Bart und er ist auch kein Mann. Also, ja. Nein, nein, ist nicht ernst. Also, wie gesagt, an YouTube, nein, es ist nicht ernst gemeint. Er hat es auch nur aus Spaß gemacht. Beruhigt euch, er wollte es, ne? Er wollte mal ordentlich mal zeigen, wie Rappen geht in Anklam, was er leider nicht geschafft hat. Ich dachte, da kommt jetzt ein Banger. Ja. Ja gut, vielleicht kommt noch was. Geh mal deinen Bart rasieren, ja? GG in den Chat. Und. Ja gut. Weiß ich nicht. Er hat es versucht, aber hat es nicht hinbekommen. Danke für die Rache. Ja, Kroluga, du Drecksau. Du Drecksau. Zack, zack. Und kommentieren. Und vergesst nicht, natürlich meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, ein Herzchen dazulassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bin ich damit raus. Das war meine Reaction zum Diss-Track gegen mich. Er war cool, aber da ist immer noch Luft nach oben. Das war's von mir. Haut rein. Viel Spaß, Couscous, euer Wozenk und ciao.